Ja, einen schönen guten Abend an alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich heiße Sie im Namen natürlich auch von FX Flat herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Kursgewinne durch Börsensektoranalyse mit Carsten Berger. Willkommen. Bevor ich an den Carsten übergebe, noch zwei, drei Hinweise in eigener Sache. Risikohinweise. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Es werden keine Handelsempfehlungen ausgesprochen und die Meinung des Referenten muss nicht immer der von FX Flat entsprechen. Ja? Carsten, du bist soweit? Ich bin soweit, wir können loslegen, ja? Dann übergebe ich und wünsche allen viel Spaß. Super. So, Bildschirm auswählen. Zack. So, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich bin zu hören und ihr seht den Einleitungsbildschirm zum Webinar über die Perlentaucherstrategie, was im Endeffekt den Großteil darauf setzt, dass ich Börsensektoren analysiere und mir daraus einen Vorteil generiere. Wie ich das mache und was eigentlich im Hintergrund steht, zeige ich euch in diesem Webinar. Risikohinweis hatten wir schon. Einen kleinen Zusatz mache ich. Sollte ich hier ein Finanzinstrument zeigen, wie eine Aktie oder ein ETF oder ähnliches, dann gibt es da eventuell einen finanziellen Interessenskonflikt. Und zwar könnte eine Person, die mir nahesteht, diesen Wert haben oder ich selbst. Und von daher bitte hinterfragt dies, ob ich da nicht versuche, einen eigenen Vorteil zu generieren. Wer bin ich? Ja, ich bin Carsten Berger, bin vom Beruf her kein Mensch, der in der Finanzbranche gelernt hat, sondern ich bin Autodidakt seit dem 17. Lebensjahr, beschäftige mich intensiv mit der Finanzwelt und habe im Rahmen dessen nebenberuflich, wie viele andere ja auch, dieses Hobby jetzt zu meinem Beruf gemacht. Ich war früher Dienststellenleiter bei der Berliner Polizei im Bereich Jugendkriminalität in Berlin. Und heute darf ich ja Trader coachen, Vorträge halten, Seminare machen, Beiträge schreiben und natürlich auch den eigenen Handel betreiben. Das nur so kurz zu mir. Eine Frage, falls ihr Fragen habt, natürlich nutzt es einfach bei Fragen, eure Fragen reinzuschreiben. Ich gucke da drauf und versuche die dann immer so einfließen zu lassen, weil ich finde einen Dialog immer besser als einen Monolog. Ja, also nutzt das. Macht das hier auch für euch. Was lernst du in diesem Webinar? Also, was versuche ich immer rüberzubringen? Das ist zum einen die Marktlage einfach mal richtig zu bewerten. Und was ist die Marktlage? Das sind im Endeffekt die Indizes, die ich mir anschaue. Und warum muss ich das bewerten? Na klar, ich möchte ja den Arbeitsaufwand, den ich danach noch habe, wenn ich sage, ja, jetzt ist der Markt, ich muss jetzt reingehen, wenn ich jetzt nicht handle, dann versäume ich was. Das sollte schon eine gute Bedingung sein, in den Markt reinzugehen. Deswegen muss ich mir dann einen Schluss daraus ziehen und mir ungefähr klar darüber sein, ob der Aufwand überhaupt lohnt, gerade jetzt im Sommer, oder ob ich dann sage, nö, danke, der Markt ist mir zu unsauber, ich lasse das, ne? Und bevor ich dann die nächsten Schritte einleite. Deswegen ist das schon eine wichtige Sache. Wenn ich aber der Meinung bin, dass sich der Markt gut in einer Situation befindet, wo ich davon profitieren kann, dann leite ich den nächsten Schritt ein und versuche, Branchen zu finden, die outperformen. Auf den Begriff Outperformer werden wir heute etwas intensiver eingehen, da ich da einige Zuschriften bekommen habe, was dann im Hintergrund da eigentlich so läuft. Und das möchte ich heute mal ein bisschen darstellen. Wir gucken uns aber auch die Märkte im Chart an. Dann ist natürlich entscheidend zu sagen, okay, wann ist das richtige Timing für den Einstieg? Wir gehen jetzt hier nur von Long-Situationen aus, aber in der Regel handle ich auch Short. Aber im Moment sind die Märkte noch eher in so einem Long-Modus, der aber gerade dabei ist, so ein bisschen zu kippen. Schauen wir uns auf jeden Fall an. Outperformance habe ich angesprochen. Was ist das? Viele wissen gar nicht, was das ist. Ja, vielleicht kennt man das aus der Fondsbranche. Man sagt immer, man guckt in so eine Liste und sagt, wie hat der Fonds besser performt als der DAX zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einen deutschen Aktienfonds gekauft habe. Um das mal hier beispielhaft darzustellen,
könnten wir annehmen, dass die grüne Linie die Daimler-Aktie ist, das ist sie nicht, aber nur annahmsweise, und die schwarze Linie wäre der DAX. Und die Daimler-Aktie ist ja im DAX drin. Und das würde im Endeffekt die Performance vergleichen, also wie die Aktie sich entwickelt im Verhältnis zum Index. Und da sieht man, ja, dass die Aktie sich teilweise besser entwickelt als der Index. Aber es gibt ja auch Phasen, so 2017, da ist genau umgekehrt, da entwickelt sich der Index besser. Und daher wäre das auch viel interessanter. Und das Webinar hat noch nicht begonnen, doch es müsste schon freigeschaltet sein. Ah, Übertragung ist noch nicht gestartet. Danke für den Hinweis. Okay, das ist gut zu wissen. Danke, Peter. Ich habe die ganze Zeit erzählt und erzähle und lese dann mit dem rechten Auge, dass das Webinar noch nicht gestartet ist. Ich habe nicht auf die Taste gedrückt. Okay, das musste ich jetzt noch nicht. Es ist jetzt passiert. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt hören. Peter, gib mir mal kurz ein Feedback, ob das jetzt rüberkommt. Ich hoffe schon. Also den Satz kurz nochmal von vorne beginnend. Ja, super. Naja, man hält doch mal einfach nur eigene Gespräche auch mal passieren. Fangen wir an. Okay, ihr seid im richtigen Webinar, wenn ihr Kursgewinne durch Börsensektoranalyse anstrebt, und zwar nach der Perlentaucherstrategie. Ich habe Zuschriften bekommen, explizit mal ein bisschen auf die Outperformance einzugehen, was das eigentlich ist und was da im Hintergrund abläuft, so wenn ich mir Gedanken über die Märkte mache. Darauf werden wir heute eingehen. Und Risikohinweis wurde schon gemacht und den ergänze ich ganz kurz nur durch den Interessenskonflikt, der dadurch entstehen könnte, dass ich euch Aktien zeige oder andere Finanzinstrumente, die eine nahestehende Person von mir selbst, ja, im Depot hat vielleicht oder ich selbst. Deswegen hinterfragt das, ob ich das nicht manipulieren möchte. Kommt in der Regel nicht vor, weil mein Vermögen nicht ausreichen würde, um so einen großen US-ETF zu manipulieren. Aber das muss ich aus rechtlicher Hinsicht mal so bekannt geben. Wer bin ich? Ich bin Carsten Berger, 56 Jahre, bin nicht aus der Finanzbranche, überhaupt nicht. Ich bin Diplom-Verwaltungswirt, lebe in der Nähe von Berlin, bin aber gebürtiger Berliner, habe mit 17 schon angefangen, Märkte, sage ich mal, zu analysieren und auch zu handeln. Das waren Anleihen, die ich gehandelt habe. Ganz komisch ist ja, dass ich Obligationen gehandelt habe und das ja bei den Banken, bei den Bankern in Amerika nicht so ganz funktioniert hat. Ich habe das mit 18 schon begriffen, dass wenn die Zinsen steigen, dass der Basiswert, also der Wert der Anleihe nicht mehr 100% ist, sondern dann nach unten geht. Die haben es nicht begriffen und haben eine Bank damit pleite gemacht. Das finde ich sehr beachtlich. Ich weiß gar nicht, was man da lernt, wenn man Finanzwirt wird oder so, aber scheint nicht besonders zu fruchten. Okay, 30 Jahre lang war ich bei der Berliner Polizei, habe da am Ende eine Dienststelle geleitet, die für Jugendkriminalität in Berlin zuständig war. Heute mache ich das Hobby, ja, auch noch neben dem Handel, den ich selbst betreibe, halte ich Vorträge und so weiter. Und ihr hört mich hier. Okay, weiter geht's. Wir haben ja 5 Minuten verloren mit dem Selbstgespräch. Was lernst du in diesem Webinar? Klar, das A und O ist erstmal, eine Marktlage richtig zu bewerten. Ja, ich muss natürlich wissen, setze ich mich an den Rechner, und habe ich einen Aufwand, eine Stunde oder so oder eine halbe Stunde, egal, oder gehe ich an den See oder gehe mit meiner Frau essen. Das muss ich irgendwie einschätzen können. Ja, ich muss ungefähr wissen, war das ist jetzt eine Phase, die in der Gesamtmarktlage, ein Index zum Beispiel, mich positiv stimmt und dann eventuell long zu gehen. Also das werdet ihr heute so ein bisschen mitbekommen. Dann, habe ich ja schon ein bisschen angedeutet, Outperformer-Branchen identifizieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich schaue, welche Branche entwickelt sich besser als die andere, aber auch zu dem Gesamtindex. Warum ist das wichtig? Naja, wenn ich faul wäre, könnte ich ja sagen, ich kaufe mir einfach den DAX und dann brauche ich mir über das andere Outperformance und so weiter keinen Gedanken machen. Aber ich bin dann auch nur unterwegs im Index, ja, und kann auch in der Regel dann nicht besser sein als der Index, logischerweise. Ja.
und kann dann vielleicht auch nicht noch vielleicht long sein, wenn der Index schon anfängt zu fallen, weil ich in den falschen Aktien und im Gesamtmarkt unterwegs bin, ne? Deswegen schauen wir uns das an, wie geht das mit den Outperformer-Aktien und dann Branchen und natürlich auch Aktien. Das richtige Timing ist auf jeden Fall für den Einstieg auch natürlich entscheidend, weil ich natürlich wissen muss, wo könnte der Markt, ich habe keine Glaskugel, wo könnte der Markt drehen, welche kumulativen Punkte gibt es im Chart, wo sich verschiedene Dinge verfestigen und in dieselbe Richtung tendieren und mir den Entschluss für den Einstieg in den Markt vereinfachen. Ja, auch das kann nicht zu 100% richtig sein, logischerweise. Deswegen muss man richtig immer relativieren. Aber ein strukturierter, ja, eine strukturierte Vorgehensweise ist auf jeden Fall für einen reproduzierbaren Handel sehr förderlich. So, Outperformance und Underperformance. Was ist das eigentlich? Outperformance bedeutet nichts anderes, als dass ein Vergleichswert besser ist als die Benchmark. Wenn wir uns hier den Chart ansehen, dann könnte die grüne Linie zum Beispiel eine Daimler-Aktie sein, ist er aber nicht. Und die schwarze Linie könnte der DAX-Index zum Beispiel sein. Und man sieht ja, dass die grüne Linie mal oberhalb der schwarzen ist, damit also besser performt als der DAX, also die Benchmark. Aber es gibt auch Phasen, die seht ihr, da performt sie schlechter, weil dann ist die grüne Linie unterhalb der schwarzen. Und dann gibt es wieder Extreme, wie am rechten Rand, so im Jahr 2020, wo das ein extremer Unterschied ist. Könnt euch die Logik im Endeffekt selbst erschließen. Es macht ja schon Sinn, da die Sachen auszuwählen, wenn ich long bin, auf Outperformer zu setzen. Und wenn ich short gehen will, das heißt auf fallende Märkte setze, dann eher auf den Wert zu setzen, der halt unterhalb der Benchmark liegt. Und das definiert dann auch den Unterschied zwischen Outperformance und Underperformance. Ne? Verschiedene Phasen. Kommen wir zu dem nächsten Bereich. Ihr seht ja auch, dass die Dauer der Phasen, wo die Linien wieder ober oder unterhalb sind, also Outperformer oder Underperformer sind, eine bestimmte Zeitdauer haben, dass das gar nicht so wenig ist. Also wenn man das hier in dem Chart sieht, dann sind das 4 Jahre, dann sind das 2015, in dem Bereich vielleicht nur ein Jahr. Das ist jetzt hier kein Tagechart, das ist ein anderer Chart. Aber generell gibt es ja eine zeitliche Dauer und da wäre es ja mal interessant zu wissen, wie lange dauert denn so eine Phase eigentlich an? Das habe ich mal statistisch mal so untersucht für mich. Und das seht ihr in der linken Statistik. Da seht ihr die Anzahl der Aktien auf der senkrechten Achse nach oben und die Anzahl der Tage, wo diese Outperformance vorliegt. Das heißt, wo die Aktie Daimler zum Beispiel über der schwarzen Linie war, wie lange das im Durchschnitt so andauert. Und da seht ihr, dass 5 Tage so von den ja, über 350 verschiedenen Aktien, die ich untersucht habe, zu verschiedenen Zeitpunkten auch, das bei ungefähr 30 Aktien der Fall war. Interessant wird es in der Mitte, und zwar 50 Tage im Tagesschart blieb die Outperformance erhalten bei 70 Aktien. Und wenn man das im Durchschnitt so sieht, dann sind das im Endeffekt so 50 Tage, wo so eine Outperformance-Phase anhält. Schaut man in den Chart rechts, da haben wir auf der unteren Seite einen Indikator für uns erstellt, der, das ist es, verschiedene Branchen und Indizes miteinander vergleicht und wirft dann im Endeffekt diese grünen und hinterlegten ja, Phasen aus, die dann bedeuten, dass wir eine Outperformer-Phase haben. Ja, so wie links in der Tabelle. Interessant. So. Und jetzt kann man schauen, wie könnte man sich das in dem Chart denn ansehen? Das sind genau diese Phasen, die für uns bedeuten, für mich bedeuten, das ist eine Outperformer-Phase. Das ist eine Aktie, die schaue ich mir an. Und natürlich muss ich dann wissen, wie handle ich diese Aktie, welche Trade-Verwaltung lasse ich da durchlaufen, um diese
Trades zu machen. Aber vom Filter her ist das klar, ne? Also ich möchte eine Long-Aktie haben, die Outperformer ist und diese dann long handeln. Ja. Und die Einstiege, die wir wählen, ja, das sind nicht immer alles Treffer, aber sind immer aus einer Korrektur heraus. Das kann man im Nachhinein immer so schön zeichnen, aber letztendlich ist es nichts anderes als das, was aus der Korrektur passiert. Und das sind die Phasen, wo wir reingehen. Also der Filter ist im Endeffekt eine Outperformance, die beste Aktie zu finden aus einer bestimmten Branche oder aus einem bestimmten Index und dann innerhalb dieser Phase aus der Korrektur heraus zu handeln. Das kann man natürlich auch umdrehen, denn es gibt ja auch Phasen, wo der Markt nicht so gut läuft. Das sind jetzt die rot unterlegten Phasen. Und da bleiben wir halt auf jeden Fall longmäßig dem Markt fern und würden dann in dem Fall auch die Korrekturen nutzen, um short zu handeln. Ja. Nicht jeder Trade ist dann Treffer, das ist auch gar nicht der Anspruch. Der Anspruch ist, einen systematischen Handel zu haben, der ja im Hintergrund abläuft. Man kann sich das auch manuell mit einer Excel-Tabelle aussuchen, aber wir haben das innerhalb des Trade-Scanners ein bisschen umgesetzt oder im Margina-Trader und können das als Grundlage dafür benutzen, immer das Gleiche zu tun. Ja. So. Wenn ich jetzt diesen Gedanken habe, dass ich Outperformer finde, dann passiert nämlich genau das, dass ich mir raussuche, welcher Markt, ja, deutscher Markt und amerikanischer Markt, ist der Markt, der von mir am meisten gehandelt wird. Und das ist schon interessant zu wissen, das sehen wir uns auch im Chart an, ist es der deutsche Markt oder ist es der amerikanische Markt? Wo muss ich unterwegs sein? Bin ich eher in der Technik unterwegs oder muss ich überhaupt fernbleiben, weil beide Märkte long total Käse sind? Ja. Man kann das natürlich auch ausweiten auf die ganze Welt, aber das wäre mir jetzt zu stressig, deswegen habe ich Aktienhandel und die Indexbetrachtung Deutsch und Amerika auf dem Schirm. Und deswegen haben wir das Thema Auswahl damit abgegeben und dieses Thema Timing ist genau das, was ich euch gezeigt habe eben im Chart davor, zu wissen, dass ich aus der Korrektur möglichst komme, der Markt aber vorher besonders stark war. Und ich kann natürlich auch mein Depotrisiko damit steuern, wenn ich weiß, wie die Gesamtmärkte momentan aussehen. Ja, wenn ich weiß, dass der Markt stark angestiegen ist, dann ist davon auszugehen, dass der Markt irgendwann anfängt zu korrigieren. Und ich kenne das von vielen Markttechnikern, die im Coaching waren, die unheimlich toll im Trend unterwegs waren, haben ihre Stops falsch gesetzt, weil sie die Entwicklung des Marktes ja gar nicht mehr auf dem Schirm hatten und das Risiko einer Kursreaktion in bestimmten Segmenten, bestimmten Phasen nicht abgeschätzt haben und dann ja Kursgewinne wieder maximal abgegeben haben, Stops nicht rangezogen haben oder Teilverkäufe nicht gemacht haben. Und am Ende saßen sie auf einem vollen Stop-out zum Beispiel. Ja, das ist halt dafür auch wichtig zu wissen, was passiert denn im Gesamtmarkt? Denn es gibt Branchen, die sich natürlich einem Gesamtmarkt auch widersetzen können, wenn der schlecht läuft und dann im Gegensatz zum Gesamtmarkt stark laufen. Aber man muss sich dann schon bewusst sein, dass das nicht so lange anhalten kann. Ja, wir schauen, das sehen wir auch nachher mit einer Branche im Gegensatz dazu. Das Gleiche, was man im Index macht, wie ich mir den Chart anschaue, ist genau das Gleiche in der Branche. Da spielt Auswahl und Timing in dem Sinne genau die gleiche Rolle. Und wenn ich dann eine Etage tiefer gehe und weiß, die Branche hat eine gute Chance, dann mache ich das Gleiche mit den Aktien. Ich stelle die gegenüber, der Algorithmus sucht sich da durch und zeigt mir die stärksten Aktien auf. Und dann warte ich auf eine Korrektur und auf einen bestimmten, in Klammern Signal kann man dazu sagen, bestimmte Stärke in der Aktie, wo ich dann einsteige und das nach einem bestimmten System handle. So. Und somit ist man über die Märkte relativ gut informiert und kann auch ganz entspannt den Märkten fernbleiben, weil das Risiko mit einer unsicheren Marktlage einfach zunimmt. Ja. Und da spielt auch Volatilität und Schwankungen natürlich eine extreme Rolle. Logisch, dass dieses System, was ich geschildert habe, jetzt für den Otto-Normalverbraucher, wenn er dann kein System vorher selbst aufgebaut hat, das nicht so einfach ist nachzuvollziehen. Also kann ich mir schon vorstellen, dass man da vielleicht Hilfe bekommen würde und vielleicht auch alltäglich. Das kann man natürlich sagen, das ist sehr komplex in der Umsetzung. Das verstehe ich total und das ist auch für einen Nebenberufler gar nicht so einfach. Weil ihr habt ja eben mitbekommen, dass ich mehrere Stufen darauf eingehe und bräuchte natürlich irgendwie eine Automatisierung. Die Analyse von Branchen und dem Börsenindex
Kann man natürlich auch mit Angucken von Charts machen, definitiv. Aber ihr wisst ja, Branchen sind da mal, glaube ich, so 10 Branchen in Amerika, die wir jetzt gleich noch durchschauen werden. Muss dann auch noch die Indizes einschätzen. Weiß ich nicht, ist die Gesamtmarktlage denn so schlecht im Index, dass ich die beste Branche dann doch nicht handle? Alles Fragen, die wichtig sind und wo man sich im Endeffekt auch eine Strategie zurechtlegen muss. Und wie kann man das lösen? Indem man sich vielleicht registriert und zwar für exklusive Einblicke und zwar kostenlos. Ja, den Link kann ich euch gleich mal reinkopieren und zwar beim TradeScanner. Da könnt ihr verfolgen, wie ich täglich, nicht immer täglich, weil ich schreibe eigentlich immer nur dann, wenn eine Entscheidung wichtig ist und nicht irgendwie, wie das der Markt gestern das und das gemacht hat, das seht ihr ja selber, das muss ich nicht sagen, sondern was ich mache, wie ich den Markt einschätze, ob ich sage nein und so weiter und so fort. Das zeige ich euch. Ich blende den mal ein in den Chart. Moment, bei Chat, nicht den Chart, sondern den Link. Braucht da keine Angst haben. Gehe jetzt mal drauf, was ihr da sehen könnt. Und zwar seht ihr dann hier beim TradeScanner, wenn ihr euch registriert habt, im Block dieses hier, Aktienindex im Visier, das habe ich heute geschrieben. Und dann seht ihr auch am 16. was, dann wieder erst am 11., weil dann wieder was Interessantes passiert ist. Und wie sieht das aus? Das bedeutet, ich lege kurz einen Chart rein und beschreibe nicht ewig, was der Markt macht, sondern was ich mache. Ja, wenn es unverändert zu gestern ist, dann weiß jeder, okay, muss ich erstmal nichts tun. Und was nimmt er mit? Ich nehme vorerst keine neuen Positionen auf. Ich sichere bestehende Positionen mit einem engeren Stop ab und ich verkaufe Teilpositionen, um mein Risiko zu reduzieren. Das sind aktuelle Sachen, die ich in meinem Depot tue. Ich glaube, die helfen jedem weiter. Ohne ein Gelaber, dass der DAX gestern 1600 Punkte gemacht hat, das interessiert mich überhaupt nicht, sondern ich will wissen, was ich mache. Und ich hoffe, dass mit einer kurzen Chartanalyse dazu die Leute, die jetzt beim Webinar dabei sind, werden es auf alle Fälle zu schätzen wissen, dass sie den Markt auch daran einschätzen können. Und dann wissen sie daran, was letztendlich zu tun ist und worauf meine Entscheidung fußt. Also ich glaube, das hilft effektiv weiter. So, wer dann sich da registriert hat und auf Blog geht bei tradescanner.com oder tradescanner.de, das ist ihm egal, der kann dann halt da mal von profitieren. Der kann auch hier unten bei Suche in unserem Blog einfach Carsten eingeben zum Beispiel und dann hat er gleich alles, was ich hier geschrieben habe, auch zum amerikanischen Markt. Da sind Webinaraufzeichnungen drin und alles von mir. Ja, da gibt es noch vieles anderes Schönes, aber mich würde es freuen, wenn ihr das in Anspruch nehmt und mir dann auch einfach ein Feedback schreibt zum Beispiel. Okay, das dazu. Jetzt wird es ja spannend, weil jetzt gucken wir uns ja das mal im Chart an. Das wird ja, sage ich mal, einiges. Moment, da ist das Marktklima. So, wenn wir das so ein bisschen hinkriegen wollen, dass wir starke Indizes sehen und starke ja, Branchen zum Beispiel, dann habe ich hier so eine Art Trenddynamik. Da ist der hohe Wert oben. Das sind eigentlich die Performer, die gut laufen ja, zurzeit. Und die hier unten sind, das sind die, wo man sagen kann, naja, da muss sie jetzt nicht unbedingt long gehen. Da muss ich jetzt nicht viel tun. Also ich sehe das eigentlich in einem Blick. Ne? Und nutze hierzu die Agina Trader Software, aber im Trade Scanner ist das im Endeffekt genauso programmiert, aber viel bedienerfreundlicher, weil man hier in der Software nichts verstellen, also bei uns im Trade Scanner nichts verstellen kann oder einstellen kann und das letztendlich so darstellen kann. So, schauen wir uns das mal an. Was machen, was ist hier oben, was ist stark? Da sehen wir, die amerikanische Branche Communication ist stark. Dann kommt eine deutsche von Gesundheit. Das ist der Wert, die jetzt immer verfolgt haben bei mir im Blog. Die wissen, dass ich auf Gesundheit gesetzt habe. Da werden wir gleich den Unterschied sehen zwischen deutschem Markt und amerikanischem Markt. Deswegen schauen wir mal, welches ist dann der erste Index, der zurzeit stark ist. Also ich sage schon ganz lange, dass der deutsche Markt schwierig ist. Und wenn ich den deutschen Markt handeln will, dann muss ich auf jeden Fall auf die Branche achten. Und dann sollte ich nur Aktien aus so einer starken Branche handeln, weil der Gesamtmarkt ja eher seitwärts läuft. Schauen wir uns im Chart an. Jetzt schauen wir uns erstmal auf die Nasdaq.
Warum ist die so interessant? Ja, also wenn ich dann den Schluss habe, dass Nasdaq, amerikanischer Markt Technologie, besser ist als der deutsche Markt, der steht jetzt hier unten, ein bisschen tiefer, auch nicht so schlecht, würde man sagen, dann ist schon entscheidend, dass ich auf die richtige Marke, nämlich Amerika, setze und vielleicht Technologie. Man sieht auch sofort, dass die Hälfte der Werte übereinsteht, die andere Hälfte aber schon, ja, auf 1 oder unter 1. Bedeutet, der Markt ist wirklich geteilt. Es deutet darauf hin, dass das nicht mehr einfach so ist, ich kaufe mir eine Aktie und das läuft, so wie es jahrelang mal gewesen ist. Da sind wir weit von weg. Also es geht wirklich selektiv, muss man unterwegs sein. Und da sollte man so einen Logarithmus für sich selbst entwickeln oder das hier so machen, dass man das systematisch angeht. So, schauen wir uns jetzt mal die Nasdaq an und wie bewerte ich die? Die ist natürlich stark, aber so eine Werte wie 1,04 ist jetzt nicht besonders hoch. Es gibt auch 1,14, 1,15. Das ist auf jeden Fall dann stärker. Und die Frage ist ja jetzt, welche Situation habe ich jetzt? Also jeder hat ja von euch vielleicht eine andere Situation zum Markt. Entweder bist du im Markt drin, dann bist du aktiv Trader, oder du stehst dem Markt fern, hast keine Position. Diese beiden Dinge sind ja, sage ich mal, anders. Unterschied. Also wenn ich jetzt drin bin in einer Position, in einer Aktie oder sonst wie, dann ist das für mich ja positiv, wenn ich long bin. Dann weiß ich, der Markt hat gerade einen Ausbruch gemacht. Ja, vor 2, 3, 4, 5 Tagen ging es hier drüber und geht nach oben. Und ich bin dann vielleicht aus einer Korrektur, wo ich immer nur einsteige. Das wisst ihr auch. Ich steige also nur ein, wenn der Markt aus einer Korrektur kommt, auf eine Unterstützung. Das sind hier die grünen Linien. Das seht ihr aber auch hier, dass der Markt hier 1, 2, 3 Mal vorher im Widerstand hatte und jetzt hier ganz solide 1, 2, 3 Mal unten abgetippt ist. Also der Widerstand, der vorher hier war, der Aufwärtsbewegung, ist zur Unterstützung geworden. Der Klassiker, das ist jetzt nichts Neues, was ich hier erzähle. Aber für mich zählt das hier auf Wochenbasis. Im Tageschart sieht man diese Linien hier und damit kann ich das recht gut erkennen, dass der Markt für mich interessant ist, wenn der Kurs hier auf so eine Unterstützung kommt oder auf eine Kurslücke zum Beispiel, das sind Punkte, oder auf einen gleitenden Durchschnitt zum Beispiel, ja, 20 und so weiter. So, ich selbst, und das wisst ihr, wenn ihr schon länger zuhört, handle nicht gerne Ausbrüche. Ja, also, wo das Ding jetzt zum Beispiel seitwärts geht und dann geht das hier durch und ich bin jetzt hier bei und handle hier Ausbrüche. Mache ich nicht gerne, ja. Ich handle lieber aus der Korrektur, also wenn der Kurs wieder zurückkommt, nachdem er zuvor dynamisch war. Hier ist er dynamisch, die Korrektur ist nicht mehr so dynamisch und dann versuche ich, dort reinzukommen. Für den Gesamtmarkt kann man sagen, für die Nasdaq-Technologie ist long. Also da ist jetzt hier nichts short. Und wenn du drin bist im Markt, dann musst du dir bewusst sein, dass eventuell, wenn deine Aktie jetzt schon gut gestiegen ist, der Gesamtmarkt Nasdaq hier in einer gewissen Gefahr, sag mal, obliegt, und zwar bei 13.715 Punkten in dem Bereich, keine Punktlandung bitte, könnte, das seht ihr selbst, der Kurs reagieren. Ja? Ob der nun hier durchballert, weiß ich nicht, ich wüsste auch nicht, wer es weiß, aber ich weiß, ich kann mich darauf vorbereiten. Ja? Also ich kann mich darauf vorbereiten, dass der Kurs hier irgendwas macht und das zeigt er mir in der Tageskerze. Was würde ich tun, wenn ich jetzt Position habe? Ich würde dann natürlich gucken, was die Aktie macht. Die muss man sich im Chart auch immer angucken. Und das ist das Gleiche, die gleiche Herangehensweise. Es könnte auch ein Aktienchart sein. Das ist völlig Wurst oder ein Branchenchart. Was mache ich, wenn ich sowas sehe? Ich ziehe den Stop logischerweise ran oder ich habe einen Target-Verkauf hier schon längst positioniert. Also jetzt nicht ganz in dem Bereich, würde ungefähr hier liegen. Entweder wäre er schon getriggert. Ich würde einen Teilverkauf vornehmen, weil ich nicht weiß, ob der Markt nicht sofort hier wieder umdreht und einen Umkehrschlag hinlegt. Ja. Denn das könnte ja auch die Situation sein, wie hier zum Beispiel, wo der Kurs drüber geht und dann wieder nach unten geht. Da wäre ich dann kurzfristig mal Minus, hätte aber hier einen Teilverkauf gemacht, sodass die Gesamtposition im Plus landen würde. So die Denkweise. Ja. Also in dem Fall einen Teilverkauf machen und wenn der Markt hier oben Schwäche zeigt, den Stop wirklich eng ranziehen. In der Regel würde der Stop dann da liegen. Ja. So.
Wenn ich gar nicht im Markt drin bin und das verpennt habe, hier aus der Korrektur irgendwie einzusteigen, also hier unten irgendwie mit dabei zu sein oder spätestens haben wir nochmal eine Korrektur, so eine kleine, haben wir eigentlich nichts, das ist eigentlich eine dynamische Bewegung, dann muss ich es aushalten, weil ich bin nicht bereit, hier oben noch drauf zu springen. Warum? Weil natürlich das mit der Dauer, hier oben, wo der Widerstand entgegenkommt, mit der logischerweise die Gefahr zunimmt, dass der Markt wieder korrigiert und dass natürlich auch dann meine Aktie runtergeht. Heißt, ich würde mir heute, wenn ich long gehen will, und für Short gibt es keine Annahme in dem Markt, das würde ich nicht machen, das ist Harakiri, würde ich sagen, naja gut, ich könnte mir Branchen anschauen, die stark sind und dann aber suchen, aber ich werde kaum Aktien finden, die dann auch in einer Korrektur sind. Und die Frage, die sich mir dann stellt, ist, wenn ich jetzt in so einer Phase, wo der Gesamtmarkt oben ist, die Branche top wäre, auch so aussehen wird, wir werden es gleich Communication oder so ansehen, dann stellt sich mir die Frage, warum ist denn eine Aktie, wenn der Gesamtmarkt steigt, dann in einer Korrektur? Logische Denkweise. Der Index, machen wir mal nie hin, ist hier oben. Und jetzt suche ich mir eine Branche aus, die top ist. Die ist auch oben. Und jetzt würde ich auch, wenn es im Trade Scanner ist oder im Margina Trader oder in der Excel-Tabelle, wo ihr euch die Top-Aktien aussucht, eine Aktie aussuchen, die dann in der Phase, wo Markt, also Gesamtmarkt und die Branche oben ist, sieht die Aktie vielleicht so aus. Und ist hier unten. Das ist günstig, das wäre auch mein Setup, aber ich muss mich schon hinterfragen, ja gut, wenn die da oben ist und die ist da unten, warum hat die das nicht mitgemacht? Also warum korreliert die nicht mit dem Gesamtmarkt? Das ist eine Situation, wenn jetzt nämlich der Markt kippt und das auch, dann ist es naheliegend, dass die schwache Aktie in dem Moment, auch wenn sie stark ist von der Outperformance-Rechnung, dann trotzdem weiter korrigiert. Deswegen habe ich lieber die Situation, dass die Branche, wenn der Gesamtmarkt stark ist, nicht so weit nach oben kommt, sondern eher aus einer Korrektur, die Branche genauso korrigiert, also hier unten ist, und ich dann auch eine Aktie finde, die stark ist und in einer Korrektur, weil ich dann, wenn der Gesamtmarkt wieder ansteht, mitlaufe. Das heißt, ich selektiere und begrenze die Auswahl der Aktien alleine durch dieses System. Sehr anspruchsvoll, wenn man das selber machen möchte. Man kann es machen, wenn man viel Zeit hat. Wir haben es mit einem Algorithmus programmiert, was die Auswahl der Aktien wesentlich erleichtert. Kann ich ja mal so anzeigen. Also, Fakt ist es so, dass ich hier im Markt jetzt Nasdaq toll finde, eine Träne verdrücken würde, wenn ich nicht dabei bin. Das ist es. So, jetzt auf den anderen Markt gesehen, S&P 500, Amerika ist ja stark, schon der Unterschied. Ihr seht ja sofort den Unterschied, ob ich jetzt ein S&P 500 mir Aktien raussuchen muss. Da gibt es bestimmt auch Aktien, die super performen, aber ich gehe nur davon aus, dass ihr die ganze Auswahl wegschmeißen könnt. Die 500 Aktien braucht ihr euch gar nicht angucken. Warum soll ich mir die Aktien hier angucken, wenn der Nasdaq viel besser ist? Das sieht ja ein Blinder. Ja? So, also wäre mein Fokus jetzt, wenn ich nicht dabei bin, auf den Nasdaq. Und was will ich sehen? Na klar, der soll korrigieren. Und am besten kommt er vielleicht wieder ungefähr auf diese Höhe zurück und zeigt dann ein bisschen Stärke, vielleicht ein Gap, vielleicht ein zunehmendes Volumen. Ja. Man sieht ja hier auch ein ansteigendes Volumen. Das ist diese Kerze da oben. Das bedeutet, wenn die da oben ist dieses Hoch von dieser Kerze, wenn der Markt hier wieder zurückkommt, wer sich dann auch Videos bei mir anschauen kann, kostenlos, der kann das verstehen auf meiner Homepage, werde ich nochmal kurz zeigen, dass Volumenunterstützung dort einfach einen gewissen Support bieten, wo dann eine Umkehr wiederkommt und ich dort relativ gut wieder einsteigen könnte. Also bei der Nasdaq heißt es einfach abwarten. Also wird jetzt nicht drauf springen. Und was ihr wenigstens mitnehmen solltet, ist, wenn ihr es gar nicht aushalten könnt und in der besten Branche unterwegs sein wollt und eine Aktie findet, dann reduziert bitte eure Positionsgröße, weil ihr wisst, der Gesamtmarkt zieht gerade voll raus, da ist nichts Korrektives. Ne? Dann reduziert eure Positionsgröße und schützt damit euer Depot, ja, und euer Konto. Ihr könnt ja den Trade machen, aber nehmt nur die Hälfte oder 30% von dem. Ja? Das wäre mein Rat an euch. Okay, S&P 500 war natürlich die Pleite, das sieht man. Wo ist er? Da unten hängt er irgendwo rum. Der Future sieht man sofort. Wochenwiderstände ohne Ende. Also da muss er erstmal durchkommen. Wenn ich hier einen Ausbruch handeln wollte oder gemacht hätte, dann wäre ich hier verarscht worden, da verarscht worden, da verarscht worden, hier verarscht worden.
Nee, will ich nicht. Was wäre interessant? Interessant wäre, geht die raus und kommt wieder zurück. Dann habe ich die Unterstützung. Diese blauen Linien sind diese Volumenunterstützung, wo das Volumen erhöht ist. Ja, das sieht ja hier. Ja, da interessiert uns eigentlich nicht mehr so. Dann da oben, da ist Volumen ein bisschen erhöht. Das wird interessant. Geht er da durch und kommt wieder zurück? Dann schaue ich mir in so einer Phase die Aktien aus dem S&P 500 an, möglichst auch die Branchen natürlich nochmal, ob die gut sind. Ja, ist im Moment nicht gefordert, aber für eure Information. Es gibt in Amerika noch einen anderen Index, und zwar den Russell 2000. Das sind die kleineren Werte. Und da seht ihr schon, da macht es auch absolut Sinn, mal drauf zu schauen und zu sagen, der Unterschied ist ja noch schlimmer. Da hätte ich jetzt eine ganze Zeit lang wenig Performance gemacht. Ja. Selbst wenn man in schlechten Indizes, das wäre jetzt ein schlechter Index sein, sage ich mal, weil da habe ich auch einige Widerstände vor mir und sieht auch gar nicht so gut aus. Letztendlich unterm 200er Index bin ich. Heute hat er mal ein bisschen Performance hingelegt. Das ist alles schön. Dann muss ich aber wenigstens auf starke Branchen achten, dass ich dann da ein bisschen abgesichert bin und nicht völlig auf dem falschen Fuß bin. Aber das bräuchte ich mir gar nicht anschauen, weil im Nasdaq findet ihr bestimmt genug davon. Was müsste hier passieren? Klar, dynamische Bewegung nach oben. Wir haben hier keine Dynamik, wir haben hier Seitwärtsbewegung und dann kommt er wieder zurück, möglicherweise über dem 200er und dann habe ich hier Potenzial und aus dieser Korrektur würde ich dann kleine Aktien suchen. Dann switcht vielleicht und wechselt das, dass man von Nasdaq, von Technologie auf die kleinen Unternehmen geht, das Geld da reinfließt. Ob es passiert, weiß ich nicht, aber das wäre so meine Szenario-Vorbereitung. So, dann schauen wir auf den deutschen Markt. Also den hättet ihr oder habt ihr hoffentlich überhaupt nicht mehr angefasst. Das ist CDAX, das ist der Gesamtheit des deutschen Marktes und ihr seht ihr mal, toll gewesen, ja, zeitlang, toll gewesen hier, mega. Aber wenn ihr jetzt hier schaut, dann seht ihr, er arbeitet sich ewig ab an dieser Wochenwiderstandszone. Und auch an diesen blauen Linien seht ihr, hier ist viel Volumen aufgelaufen. Das sind immer die Tage da oben, die Hochs und die Tiefs der Kerzen. Der ist in so einer Range, ist hier rausgekommen, aber gleich wieder verreckt und läuft seitwärts. Das brauche ich jetzt nicht, weil ich brauche ja Dynamik. Ja, das ist das. Ich brauche mal, dass er rausgeht, wieder zurückkommt. Und dann habe ich ja hier noch Luft und könnte dann, wenn er loszieht, wo er automatisch in die Outperformer-Situation kommt, generiert ja in den Branchen auch bessere Werte und dann finde ich dort auch Aktien, die genau diesem Szenario, sag ich mal, dienlich sind. Der DAX an sich, die Kasse, sieht auch nicht anders aus als der CDAX fast, kann man sagen. Schauen wir nochmal auf den SDAX, das ist die kleinere Abteilung von den deutschen Aktien. Auch da sieht es nicht besser aus. Ne? Brauche ich gar nichts groß zu sagen. Man sieht, der Markt kommt hier zurück auf so eine volumenstarke Unterstützung. Ja, sieht man hier die Tage. Da, hier wird er aufgefangen. Was macht er hier? Da hat er gemacht. Bisschen reagiert, nicht wirklich dolle Stärke gezeigt. Vielleicht sagt er weiter durch. Muss ich jetzt nicht rein? Hab nicht so viel Potenzial bis oben. Und außerdem sehe ich ja sofort anhand der Liste, Nasdaq ist oben. Ja, oder sogar die bestimmte Branche. Muss ich keinen Fokus drauf legen. Ich möchte euch dafür sensibilisieren, dass ihr merkt, dass ich nicht alles durcharbeiten muss. Ich mache es jetzt hier nur für euch, damit ihr das seht. So, jetzt kommen wir mal auf die Branche. Und zwar Amerika Communication. Lange tot gesagt, logischerweise. Spannend an dem ganzen Ding ist ja auch, weil hier eine Phase drin ist, eine Sache drin ist, die ich auch immer sehr gut nutze. Das sind Gaps, Kurslücken, ja, zwischen dieser Kerze hier, dem Hoch und dem Tief dieser Kerze gibt es eine Lücke, eine Eröffnungslücke. Und in diesem ETF, der die Kommunikationswerte widerspiegelt. Und ihr seht, wie der Markt immer wieder an dieser Oberkante, an dieser Unterkante reagiert als Unterstützung. Und dann macht er hier wieder ein Gap auf. Ja, das kann man sich so einzeichnen. Das seht ihr ja auch. Ja. Und dann geht der Markt hier raus. Und das ist eine tolle Sache, weil das ist ein Musterbeispiel. Und zwar geht ja raus, das ist Dynamik. Ne? Dynamik in eine Richtung. So, ich handle keinen Ausbruch. So, er stockt da oben, das ist mir auch klar. Und dann kommt er wieder zurück und macht hier auf der Kante wirklich eine starke Kerze, legt er hin. Und das ist super. Und
Das bedeutet für mich nichts anderes, dass ich in der Phase, wenn so eine Kerze auftaucht, an so eine Unterstützung in der Nähe des 20ers, dann setze ich mich hin und drücke auf den Knopf und sage, zeig mir mal Kommunikationswerte, die stark sind und die auch so aus der Korrektur kommen. Und was danach passiert, das ist auch klar. Und natürlich sehe ich, dass hier ein Widerstand ist. Was mache ich dann? Ich verfolge das genau, was da oben passiert. Und natürlich auch explizit in der Aktie, weil das geht immer vor. Eine Aktie kann ja auch anders sein, aber wenn ich bemerke, mir auf die Branche ein Bild mache und dann sehe, dass der Markt hier, oh, hier stößt da ein bisschen gegen, lege ich hier ein Target rein und schmeiße die Hälfte raus aus der Aktie oder ziehe den Stop an. Das kann jeder, wie er das gerne möchte, selber managen. De facto ist es durchgegangen, das ist super. Bedeutet jetzt Potenzial auf jeden Fall, weil die Branche ist wirklich ganz böse unter die Räder gekommen mit der Zeit. Und jetzt haben wir da ein bisschen Luft. Ja, der Widerstand ist durchbrochen. Ich handle aber nicht den Ausbruch, sondern was machen wir? Das ist auch mal das Gleiche, was ich sage. Der kommt vielleicht hier wieder zurück. Und dann habe ich den Rest und dann habe ich gute Unterstützung. Kommt bei mir auf die Watchlist Communication Amerika. Juche, ja, auf jeden Fall. Eine Branche, die super gelaufen ist noch im deutschen Markt, obwohl der seitwärts war. Also versteht den Zusammenhang, wenn ihr schon nur deutsche Aktien handelt und Amerika gar nicht wollt. Die Gebühren sind ja günstig bei FX Flat, auch für den amerikanischen Markt. Das können so deutsche Broker eigentlich gar nicht sonst abbilden. Aber dann müsst ihr schon in der besten Branche unterwegs sein. Ich zeige euch mal, was das einen Unterschied macht. Und zwar Gesundheitsbranche habe ich auch in meinen Posts schon vor 2 Wochen oder 3 Wochen geschrieben. Und zwar, da war es ja diese Korrektursituation, habe ich gesagt, okay, in dieser Phase suche ich nach Werten, die in der Korrektur sind und die dann dementsprechend die starken Aktien sind. Das macht absolut Sinn. Und im Gegensatz zum DAX hat sich der Markt gut entwickelt. Und Ausbrüche handle ich nicht. Ihr seht auch wieder, das ist ja hier oben Ausbruch. Ne? Hier zack die Linie. Wenn ihr hier anfangt, nach Aktien zu suchen, ist das schön. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die meisten Aktien, die im Gesundheitsbranche sind, dann vielleicht auch den Rücklauf machen. Das heißt, was passiert jetzt? Wisst ihr selber. Wir gucken uns das an. Heute war es negativ, weil es muss auch mal korrigieren. Brauche ich nicht gucken. Sondern ich gucke, wenn der Markt wieder zurückkommt, hier vielleicht eine starke Kerze ausbildet. Ein Umkehrstab oder so eine volle Kerze, sowas wie hier. Es muss nicht groß sein oder klein oder reagiert hier an diesen kleinen Aufwärtsgap, diese Unterstützungszonen. Dann suche ich in so einer Marktphase nach Aktien, die das gleiche Bild ungefähr machen und dann in die Richtung gehen. Dann setze ich hier ungefähr ein Achtungszeichen für mich. Entweder fange ich an, die Stops enger ranzuziehen, wenn es an diese Phase geht, wo der Markt eventuell wieder dreht. Oder ich tätige Teilverkäufe. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Ja. So. Technology bedeutet, es ist ja nichts anderes als Nasdaq, fast sieht fast genauso aus. Da sehen wir hier eine Phase, hier war mal ein krasses Abwärtsgap 2022 bei extrem hohen Volumen. Ich gehe davon aus, dass der Markt wirklich hier in der Phase, fast wie im Index, beim Nasdaq hier ins Stocken kommt, hier würde ich aufpassen, Teilverkäufe machen, Stops enger ran, nicht auf den Rücklauf warten. Wenn der kommt, kann man auch wieder einsteigen. Im Moment nichts zu tun. Eurostoxx interessiert mich nicht so. Gucken wir mal auf Consumer. Ja, da sehen wir, okay, muss man ja heute sich da hinsetzen und suchen. Nö, ist schon eine nicht ganz so schwache Situation in dem Fall, weil der Markt schon wesentlich tiefer war. Da muss ich gucken, hier ist ein Gap, ein Aufwärtsgap unterlaufen worden. Ja, ist ein kleines Aufwärtsgap. Ja. Das ist auch nicht dolle. Aber der Markt selbst reagiert auf diese Gaps. Schaut euch das an. Geht mal drunter, schließt drüber. Ja. Hier diese kleinen Tiefs. Ja. Geht dran, schließt drüber, läuft ein bisschen nach oben, reagiert wieder am Hoch. Also die Chancen, die ihr habt im Markt, kann man schon relativ gut abschätzen anhand der Widerstände und Unterstützung. Ja, das geht ganz gut. Ist für mich eher spannend, wenn hier eine grüne Kerze auftaucht. Ja, mal sehen, was da macht. Dann weiß ich, ich habe eine kleine Range. Muss ich vielleicht im Technologiebereich hier oben Kommunikation, bin ich da vielleicht besser aufgebaut. Hier wird spannend. Consumer macht richtig dynamisch einen weg, auch wenn der Umsatz nicht so toll ist. Aber wir haben eine gute Möglichkeit, bis nach oben zu laufen.
Ist aber, wie ihr wisst, es ist ein Ausbruch. Ja, hier habe ich gezeigt, okay, was passiert, wenn hier ein Ausbruch kommt, die Korrektur, es kam nicht ganz so. Aber hier bin ich genauso ein Ausbruchshändler. Wenn ich jetzt hier draufsteige, dann kaufe ich sicherlich teuer die Aktien ein. Was möchte ich sehen? Dynamik, Korrektur und dann bin ich dort bei den Konsumerwerten auch gerne dabei, wenn ich nicht schon bei der Kommunikation vorher viel bessere Aktien gefunden habe. Na, Gold. Gold ist auch spannend. Schauen wir mal an. Ja, Gold war schon sehr gut. Ja, wenn ich einen Ausbruch handle, ich sage immer das Gleiche. Was ist das hier? Das ist ein Ausbruch. Bin ich auch böse abgestraft worden und da werde ich mit Sicherheit und ausgestoppt werden. Wenn ich aus der Korrektur komme, so wie hier, dann sehe ich, dass hier ein Abwärtsgap ist. Es geht genauso, ja, diese Kurslücke. Dann habe ich die hier eingezeichnet, dann sehe ich, dass der Markt hier unten drunter geht und stark ist auf dieser Wochenunterstützung. Ja, euch zu sensibilisieren für das, was ich jetzt hier im Endeffekt im Chart analysiere und für mich eigentlich immer sehe. Ja. So, dann habe ich hier eine Abwärtsgap. Wenn ich hier einsteige, weiß ich, dass der Markt hier irgendwie reagieren würde, weil dann andere, die hier nicht zum Zuge kamen, vielleicht aussteigen. Das macht er nicht auf den Punkt, aber wenn der Kurs dahin läuft, dann müsste ich in einer Goldaktie mir denken, okay, wenn der hier ist und der reagiert so, da ein Target hinzulegen. Ja? Um zu wissen, okay, der kann natürlich auch durchgehen, aber weiß ich ja nicht. Weiß ich erst einen Tag später. Und wenn ich hier kein Target gelegt habe, dann geht der Trade hier mit Sicherheit ins Minus. Ja? Also hier wäre er im Minus und wenn er hier nicht reagiert, dass er hier schon wieder reagiert, dann macht er am nächsten Tag auf und dann seid ihr weiter im Minus und dann werdet ihr hier ausgestoppt. Also deswegen ist es schon wichtig, diese kleinen Dinge im Chart zu sehen und die sind nicht teuer, die kann man sich überall in jedem Chart letztendlich anschauen. Ja. Gap, ein Unterstützungsbereich, den kriegt man auch hin, visuell und dann zu reagieren. So, was ist hier interessant beim Gold? Haben wir Unterstützungszonen, das ist hier der Bereich 180 in dem Fall, in dem ETF. Dann bin ich aber schon weit runter. Da müsste er mir schon einige Stärke liefern, dass der Markt jetzt beim Gold einfach so weiterzieht. Würde wahrscheinlich dann hier der Deckel drauf sein, weil das ja ein Widerstand ist und auch ein Gap. Das heißt, ich habe nur das Potenzial, müsste die Kerze noch ein bisschen positiver sein, dann könnte ich im Gold etwas wagen. Erfahren tun wir es erst, wenn der Markt schließt und zwar um 22 Uhr. Gold, SDAX hatten wir schon. Jetzt gucken wir mal, da ist ja schon ein Unterschied. Healthcare-Branche in Amerika. Ja, Gesundheit, auch spannend. Also Amerika Gesundheit, Deutschland Gesundheit. Die Gesundheit in Deutschland, der Charts, nochmal zur Erinnerung, sah so aus. Toppi. Gesundheit in Amerika kann man also nicht einfach gleichsetzen. Das ist jetzt vom Chart jetzt nicht so berauschend. Da hat man auch seine Phasen gehabt, wo man das hätte, sag ich mal, spielen können. Auch dynamische Bewegung, Korrektur. Einen kleinen Gewinntrade raus, nochmal ein Gewinntrade und dann ist hier auch Feierabend. Dann haben wir wieder ein Downgap gehabt, der 20er Durchschnitt dreht und dann kommen wir auch unter dieses Volumen hoch und kommen da auch gar nicht mehr rüber. Dann ist der 200er hier. Das heißt, wenn der Markt hier nicht hält, noch sieht so aus, er hält hier und ist positiv, dann können wir theoretisch hier etwas rausnehmen aus dem Markt in der Gesundheitsbranche. Aber das wird nicht weit laufen. 20er sinkt. Hier ist es auch, weiß man gar nicht, ob hier was passiert. Und dann wird der Markt hier immer undynamischer und wird wahrscheinlich in Stocken kommen. Brauche ich mir also nicht anfeiern. Warum? Weil ich ja die absteigende Tabelle für mich habe. Ich gucke lieber im Technologiemarkt oder im Kommunikationsmarkt oder maximal, sage ich mal, vielleicht noch hier im Consumer Staples. Ansonsten bis jetzt nichts Gutes. Wir sind weiter unten. Ja. Silber können wir uns auch mal anschauen. War ja auch relativ hoch. Und da möchte ich jetzt den sehen, der seine Silberaktie nicht verkauft hat oder keinen Stop hat, weil er gesagt hat, boah, Silber macht so eine Dynamik, das geht nochmal hoch, das spiegel ich nach oben. Ist großes Thema gewesen. Man sieht diese Wochenunterstützung, ja, vorher Widerstand, wie das hält. Man kann hier sein aus der Dynamik, aus der Korrektur seinen Gewinntrade machen, das geht. Aber er lief nicht weit und das war auch nicht überraschenderweise. Deswegen ist sowas extrem wichtig, darauf zu reagieren. Was macht der Gesamtmarkt? Was macht die Branche?
Wie gehe ich da mit meinem Stop um? Bin ich enger dran? Gebe ich ein bisschen Raum, weil die Gesamtsituation gut ist? Und hier war sie halt ausgereizt da oben. Ja, es kann durchgehen, aber bitte nehmt dann wenigstens einen Gewinn raus und reduziert euer Risiko. Das Risiko steigt mit dem Ansteigen des Kurses. Ja, je länger der Markt steigt, desto höher wird das Risiko, dass euer Gewinn wieder dahin schmilzt. Und das relativ heftig. Also man sieht ja hier, bupp, weg und dann auf Wiedersehen. Ja, und dann ist, was in mehreren Tagen erarbeitet wurde, innerhalb von 2 Tagen wieder weg. Deswegen schaut euch das genau an, bitte. Ja. Silber ist für mich jetzt keine Option. Warum nicht? Ja, wer aufgepasst hat, sieht auch hier unten. Hohes Volumen bei dieser Kerze. So, wenn ich das jetzt hier einzeichne, einmal hier oben, da interessiert es mich nicht. Also spätestens da könnten Leute sagen, na, die jetzt hier noch gekauft haben. Das ist ja immer ein Gegengeschäft, ne? Also einer gibt die Aktie, der andere nimmt sie. Und das ist das Volumen, was da unten aufgetragen wird. Ja? Also jetzt sind hier 98.000 und 90.000 oder ja, Aktien, Quatsch, Futures gehandelt worden. Und in dem Sinne sind die gegeben und nicht. Aber hier oben sind auf jeden Fall Leute rausgegangen, die haben vielleicht keine Gewinne gemacht. Und die werden es hier vielleicht wieder verkaufen. Genauso ist es hier unten der Fall an der Aktie, an dem Future, am Tief, dass der Kurs sich hier immer noch abarbeitet. Kurz mal drüber, übers Tief, ja, das Volumen war erhöht und dann wieder abgeprallt. So, und das bedeutet, der Markt muss erstmal hier drüber. Und der gibt mir auch keine Anzeichen einer Stärke. Ja, hier ist überall starke Dochte. Da muss ich jetzt nicht long gehen. Ne? Also von daher, Silber, nee, auf keinen Fall. Finanzwerte, die dürften auch nicht so gut aussehen, aber sind gar nicht so schlecht, ne? Dafür, dass die Meldungen so schlecht waren, sind die sogar, wo es bekannt gegeben wurde, noch gestiegen. Auch da das Szenario dynamische Bewegung, ja, auch ein dynamischer Rückgang, habe ich hier Stärke, ja, gehe ich da rein, dann habe ich nur geringeres Potenzial, weil hier ist irgendwann Feierabend. Und dann muss ich mir das nicht geben. Ich möchte in einer Marktsituation unterwegs sein, wo ich Chancen habe, wo mir nichts im Weg steht. Ja, hier steht mir ein Widerstand im Weg, ein 200er im Weg, ein fallender 50er Durchschnitt. Wenn man möchte, wenn man noch ein Gap findet, aber haben wir keins, dann muss man darauf einfach, das sieht man im Chart. Ja. Wenn ich mir das nach Stärke sortiere, kann es auch mit Kursgewinn im Monat machen. Da sehen wir, die Kursgewinne im Monat der letzten 4 Wochen sind jetzt auch nicht so exorbitant und wir haben wenig Grün, wir haben viel mehr Rot unterwegs. Ja, minus 13% hier im Öl, Energie minus 11 oder Bitcoin minus 11. So könnt ihr euch das auch sortieren. Ja, und dann die Schlüsse daraus ziehen. So, gehen wir eine Etage tiefer. TechDAX brauchen wir uns jetzt nicht angucken. Anleihen können wir uns auch mal angucken. ETF mit Anleihen haben wir sonst noch nicht auf dem Schirm. Selbst die Logik ist ja, wenn die FED die Zinsen erhöht, dann fallen die Anleihen, ne, vom Preis. Wenn die FED jetzt sagt, nö, wir wollen eigentlich gar nicht mehr so viel die Anleihen, Quatsch, die Zinsen erhöhen, dann könnte es ja sein, dass es stagniert oder wieder sinkt. Wenn es sinkt, wenn ihr mal guckt, wie das lief, wenn das wieder sinkt, könnte es wieder sein, ja, die wieder irgendwann die Zinsen senken, der Markt dann wieder steigt. Es ist ein längerer Prozess letztendlich und dann wird mal sehen. Beobachte ich, aber der Markt ist jetzt noch nicht reif dafür. Deswegen warte ich da noch ein bisschen ab. Materials, alles was mit Material und Rohstoffen zu tun hat, ist in einer schönen Unterstützungszone. Man sieht hier verschiedene Ranges, die man da abarbeiten kann. Wir haben hier einen Aufwärtsgap gehabt. Auch hier hat der Kurs reagiert. Einmal ein paar Mal an der Oberkante, aber nichts mit positiven Kerzen. Hier eine positive Kerze, aber nichts, wo ich danach ein Follow-up hatte, also gar nichts. Und hier reagiert er auch wieder an der Unterkante, jetzt mit etwas Positiven. Und wie viel Potenzial habe ich, wo mir Dinge entgegenstehen, wie ein Herablauf, also runterlaufender 50er, 20er. Hier der Kurs schon mit hohem Volumen reagiert. Ja, erhöhtes Volumen, erhöhtes Volumen. Wo ist die Kerze? Das ist die. Zack. Und das ist auch die Kerze, dieselbe, ein paar Tage später, wo es reagiert am und der Unterkante vom Dings fällt runter. Also ich habe hier einige Sachen bei, die mir im Weg stehen. Muss ich nicht handeln, will ich nicht. Industrial, ihr seht, die
Branchen, da gibt es nur wenig Branchen, die wirklich gut laufen. Also man muss sich mit dem Müll ja gar nicht auseinandersetzen. Auch nicht das, was wir jetzt sehen wollen. Ja, logischerweise. Real Estate. Gucken wir ab und zu mal die Charts an. Auch spannend. Ja, wir hatten hier einen Aufwärtsgap im März. Dann sieht man wieder, ach, guck mal, hier aufgelaufen, aufgelaufen, Reaktion, aufgelaufen, Reaktion. Also hier sind auf jeden Fall Kaufinteressenten gewesen. Ja, das funktioniert. Dann läuft der wirklich runter auf den Punkt, zack, bis unten. Und selbst hier heute am Tag Intraday reagiert der Kurs im Bereich der Unterkante. Also es macht schon Sinn, sich das anzuschauen. Sollte der so schließen, ist das positiv, ja. Aber wir haben einiges wieder gegen uns und von daher ist das auch nicht so spannend. Schaut euch mal hier das Volumen an, das ist extrem hoch an dieser positiven Kerze. Wenn ich dann eine Linie einzeichne, dann habe ich hier einen Widerstand, wo der Markt vielleicht wieder dreht. Ihr seht, wie oft an dem Tag der Schlusskurs da liegt oder der Hochkurs. Und von daher wird das nicht so weit laufen. Muss ich nicht haben. Die Möglichkeiten schränken sich von alleine ein. Ich rede jetzt von einer Long-Situation. Utilities war ja mal sehr gut, hat aber auch hier arg eingebüßt. Ja, war mal richtig gut. Ist jetzt wieder auf dem absteigenden Ast. Ist das ein Long-Setup? Nein. Ich will jetzt nicht nur die Short-Seite beleuchten. Ich gehe jetzt rein vom Long-Setup aus. Dann bewegt man sich eher im Nasdaq-Bereich, Kommunikation, vielleicht deutsche Gesundheit, wenn es wieder losgeht. Jetzt haben wir den Russell, den hatten wir schon. Jetzt kommen wir ins Öl. Und dann sind wir fast punktlandungsmäßig vorne, glaube ich. Öl, nehme ich mal den Future hier, Brent. Das sieht auch nicht anders aus, logischerweise. Ist das jetzt ein Markt, wo ich Short gehen würde? Habe ich hier einen Widerstand? Dann kann ich ja nur davon profitieren, wenn ich Ölaktien Short handeln würde. Das ganz kurz mal gedacht. Da steht mir hier was im Weg. Gehe ich Long, habe ich genauso hier in der Mitte. Sag ich mal, einen Seitwärtsmarkt, der vielleicht eine hohe Range hat, wo ich Widerstände abarbeiten muss. Nichts Tolles. Und zum Schluss Energie. Auch hier ist Energiesektor ist auf jeden Fall auch Öl mit drin, und aber also Ölaktien, aber auch erneuerbare Energien. Ja, und das eine frisst das andere ein bisschen auf. Ne? Deswegen ist es auch sinnvoll, sich anzuschauen, wie verhalten sich die Ölaktien, Quatsch, oder die erneuerbare Energieaktien zum Beispiel in so einem Index. Ja. Wenn man jetzt hier reingeht, ich gehe mal jetzt rein und screene das mal hier. Momentski, Screener US, statische Liste, so ein Riesenaufwand und alles programmiert. US-Sektoren. Was habe ich gesagt? Energie, Moment, da oben wollen wir schauen. Wo ist er? Da ist er. So. Kann man sehen, was es alles für Unterschiede gibt dort. Aber letztendlich habe ich dann eine Liste von vielen Aktien und ich kann nicht einfach irgendeine Aktie kaufen. Das werdet ihr sehen, auch in dem Sektor, lasse ich mal durchlaufen. Das dauert eine Weile. Nur mal, um anzudeuten, wie umfassend das ist. Ich kann nicht in einem Sektor einfach irgendwas kaufen, nur weil der Sektor stark ist. Auch da muss ich unterscheiden zwischen den ganzen Aktien, die gut sind, und die, die im Endeffekt Käse sind. Ja. Dass man da einen Unterschied macht. Also ein ziemlich komplexer Ansatz, den wir mit dem Trade Scanner schon, sage ich mal, relativ easy gemacht haben. Und zwar mache ich das so, wenn ich diese Analyse gemacht habe, es dauert jetzt wirklich nicht lange, den ganzen Weg, den wir jetzt hatten mit Index, Branche und dann Screening noch mit den Werten, haben wir so zusammengefasst, dass ich jetzt zum Beispiel Nasdaq-Werte suchen würde. Die sind aber hoch bewertet. Also ich werde nicht so viel finden. Ja. In dem Fall würde ich auch gar nicht haben. Aber ich schaue mir dann hier im Trend Long an. Wir waren ja Nasdaq Trend Long oder auch amerikanische Kommunikationswerte Long. Gehe dann hier drauf und schaue mir USA an, klicke dann meinetwegen auf Kommunikationsservice. Klicke ich drauf und habe schon das Ergebnis. Da sehe ich, okay, das ist hier Spotify. Das Signal kann innerhalb der letzten 3 Tage gewesen sein. Gehe mal auf Null, dann wird wahrscheinlich nichts mehr sein. Doch, klicke ich drauf, dann kriege ich hier so einen Vorschlag. Und ich sehe die retrograden Einstiege aus der Korrektur und immer im Konsens, also
Zusammenhang mit einer Outperformance-Chance. Ja. Also nicht jedes Signal ist ein Treffer, logischerweise. Aber das ist der Ablauf bei mir. Also ich schaue mir das an mit den Indizes, sage, okay, es ist Communication, es ist nett, es ist vielleicht Nasdaq immer teuer, dann würde ich sagen, okay, ich nehme diese Aktie, Spotify, muss gucken, wann hat die Earnings, wann haben die Geschäftszahlen. Ich will auf keinen Fall da reinlaufen, wenn die Aktie das Geschäftsunternehmen Zahlen bekannt gibt, weil dann schwankt ja eine Aktie stark. Auch mir ist das schon passiert, die Leute aus meiner Gruppe wissen, SAL habe ich es einfach verpennt und dann hat es mal ein 6% Gap gemacht. Und dann war ich ausgestoppt. Gott sei Dank habe ich einen Teilgewinn vorher mitgenommen, deswegen war das nicht ganz so dramatisch. Aber es ist schon wichtig, diese Zahlen zu verfolgen, wann die das haben. Und das sind 69 Tage bis dahin und dann habe ich genug Zeit. Ja. Dann sehe ich Ein- und Ausstieg. Ja, Einstieg bei 146 ist jetzt nicht so viel. Potenzial 1,9%. Wäre mir ein bisschen wenig. Bin im Endeffekt aus der Korrektur, aber ein bisschen spät. Ja. Von daher auch nicht viel Auswahl. Ihr wisst ja, Communication war teuer. Wir wollen ja auf eine Korrektur warten. Das reduziert das System automatisch. Ich sehe auch die Anzahl der Korrekturtage. Ja, das sind 4 Korrekturtage nach unserem Algorithmus. Und das wäre jetzt okay. Passt natürlich jetzt nicht immer, wenn ich das Webinar mache, zur Marktphase logischerweise. Ja, wenn ich jetzt mal die Gesamtmarkt nehme, ich könnte jetzt einen amerikanischen Markt gesamt nehmen, dann schlägt er mir natürlich viel mehr vor. Und ihr seht hier dieses Ranking. Ja, 100 heißt, er hat den höchsten Rang, ist die Performance, best performance Aktie letztendlich. Und welchem Sektor, das ist Financial, war ja auch nicht so toll. Healthcare war auch nicht so toll. Und ich kann mir das hier sortieren, noch einen Sektor, wenn ich das möchte. Kann mir den Technology-Sektor nach oben holen. Ich könnte ihn aber auch separat schnell screenen und sagen, hier, Moment, Technology, mach das mal. In den letzten Tagen 0. Und dann nimmt er wirklich nur die Besten daraus. Sehe hier Korrekturtage 4, Korrekturtage 6. Ich kann gucken, was sind hier ist die Marktkapitalisierung, also wie die ungefähr aussieht, die Aktie. Ihr seht, auch hier sind es nicht so viele Aktien, weil ja auch Earnings Season ist, also wann Geschäftszahlen bekannt geben. Und das System sucht alleine raus, wann die Earnings sind. Wenn ich hier raufklicke, mal gucken, ob ein paar mehr Aktien kommen, sind nicht viele. Dann sind so 10 Handelstage Karenz dazwischen. Dann geht das, wenn ich ein paar mehr Tage zurückgehe, werden wahrscheinlich mehr kommen. Ihr seht, es sind viel mehr Aktien jetzt drin, aber die sind alle rausgenommen, weil zum Beispiel eine Dell in den nächsten Tagen, also vor 4 Tagen, noch 15 Tage hatte, dass sie heute einfach mal rausgenommen, weil wir näher rangekommen sind. Möchte ich nicht haben. Outperformance Filter ist drin, das heißt, ich habe alle gecheckt nach Outperformance, nehme ich den raus, müssten eigentlich noch mehrere dazukommen. Ihr seht, es kommen viel mehr Aktien zusammen, die nicht besser performen als diese Branche und nicht besser performen als die Aktien. Ja, finde ich recht spannend. Also alles das, was ich vorher händisch gemacht habe, haben wir hier da drin. Und es kommt noch besser und innovativer. Wir arbeiten zurzeit an einem Trading-Journal, was ihr mitnehmen könnt letztendlich. Ihr könnt dann quasi Trades übernehmen. Ja, wenn ihr sagt, euch, das ist nur ein Beispiel jetzt, ihr würdet das als Trade übernehmen, zum Beispiel gibt es hier einen Button, dann können wir es übernehmen. Ihr könnt eure Positionsgrößen berechnen, verschiedene Konten führen. Da sind wir gerade relativ weit gedungen. Wir werden bald in die Testphase gehen. Da kann man auch die Performance nachvollziehen, die, sage ich mal, ich mache oder die anderen Coaches, die da mit bei sind im Trade Scanner. Und ja, also auf jeden Fall ein toller Ansatz. Erleichtert mir unheimlich das Leben, aber es ist wichtig, dass man versteht, was hinter dem System ist. Also was ich und Markus eigentlich nicht möchten, sind Leute, die einfach nur auf den Knopf drücken. Das ist immer toll, mal träumt jeder davon, sondern das auch zu verstehen. Und dafür könnt ihr zum Beispiel bei mir auf meiner Seite tradercoach.de, da wird die Strategie nochmal erläutert, da könnt ihr euch das gerne anschauen. Das Coole dabei ist, dass ihr auch einen Videokurs dabei habt. Und dann geht es mal um die Punkte wie, was ist eigentlich ein Gap? Wie bewerte ich das? Was ist nochmal Underperformance, Outperformance, Volatilität? Das sind so die Punkte, die solltet ihr kennen, damit ihr sicher in dieses System geht und sagen könnt, okay, habe ich verstanden.
Denn nur auf den Knopf drücken reicht uns nicht. Wir wollen Leute weiterbilden und auch eigenständig Entscheidungen treffen und vor allen Dingen auch Selbstbewusstsein zur Strategie entwickeln. Deswegen könnt ihr euch das anschauen. Es sind nur maximal 5 Minuten Videos. Ja? Ich mache da ja keine endlosen Erzählungen. Okay. Dann habe ich jetzt schon 4 Minuten überzogen. Das sind die 4 Minuten, die ich mit mir selbst gesprochen habe am Anfang, wo ihr noch nicht online wart. Ich sehe keine Frage. Also ihr wart wahrscheinlich, entweder seid ihr eingeschlafen oder ihr habt viel Spaß und viele Informationen bekommen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ihr könnt auch Fragen stellen. Ich gebe euch nochmal ganz kurz meine Kontaktdaten und dann sind wir auch schon raus. Ich höre schon das Mikrofon hinten klappern. Moment, wo ist er denn jetzt hier? Das sind sie. Kommen wir da raus. So. So. cb@tradercoach.de. Könnt ihr drauf schauen und mir natürlich Fragen dazu stellen. Wenn ihr euch den Trade Scanner mal anschauen wollt, könnt ihr das machen. Ich schalte euch Zoom 1:1 auf. Das kostet nichts. Ich erkläre euch das. Könnt ihr euch entscheiden. Wenn ihr ein Probeabo machen wollt, dann könnt ihr 14 Tage umsonst schauen oder das Ding natürlich auch dann kündigen. Das kostet nichts innerhalb der 14 Tage oder auch monatlich das Ding dann rausschmeißen. Perlentaucherstrategie kostet 49 Euro im Monat. Ja, wie gesagt, das war's. Ich freue mich und passt auf euer Geld auf und wir hören uns das nächste Mal in 4 Wochen. Vielen Dank und macht's gut. Ja, Carsten, vielen Dank für das interessante Webinar. Ja, es wäre für denjenigen, der das gerne sich nochmal angucken möchte, das wird, ich denke mal, in der Anfang der kommenden Woche auch online gestellt, sodass man sich das jederzeit wieder abrufen kann. Ja, ich wünsche denen, die morgen Feiertag haben, schönen Feiertag. Ansonsten, ja, kann ich mich nur anschließen, passen Sie auf Ihre Geld auf und ich wünsche Ihnen viel erfolgreiche Trades. Schönen Abend noch. Tschüss. Schönen Abend noch. Ciao.